Und lasst euch überraschen. Liebe Grüße, die Doris. Das ist hier Kunst von Christine Reinkens aus Kassel. Das Bild heißt Wasserstoff. Und ich hatte Gelegenheit, mich mit ihrem Mann zu unterhalten, weil das ist sie selber im Wasser. Und ihr Mann hatte eine Unterwasserkamera und hat diese Fotos also geschossen. Und dadurch ist diese Idee entstanden, vom Foto dieses Bild zu malen. Und als der mir diese Geschichte erzählt hat, ich war also total begeistert. Ich hoffe, ihr könnt auch visuell da eintauchen. Und das hier, das war ein Model, was da für sie stand. Und das ist dann genauso entstanden, das Model schwamm im Wasser und sie hat dann da die Aufnahmen gemacht. Also ich war total begeistert. Ich hoffe, ihr auch. Seht ihr Alia Akbadur, die ein Glückslos zieht für eine Besucherin, Künstlerin aus Damaskus, die in Kassel lebt und uns sehr mit ihrer Kunst bereichert. Thema ist hier Beuys, Schwerpunkt, und hier erklärt und, sie mir ihr Kunstwerk. Einen seinen Märchen, die er anonym ist, immer unterschrieben hat, hat er die Geschichte eines Imkers erzählt, also ein Mensch, der sich um Tiere und Natur gekümmert hat. Ah, okay. Und als er starb, hatten die Bienen sich getraut und ihm Abschied gesagt in einer gemeinsamen Umarmung. Oh. Die hatten ihr seine Leiche sozusagen und seinen Grab abgedeckt voll. Ja. Und da wollte ich ich wollte Ferdinand mit diesem Imker als eine Person darstellen. Klasse. Und da kommt die Natur in Bad, also ich assoziiere Natur mit Mensch, die sind eine Einheit. Wunderschön. Und für mich sind die Bäume ein Symbol für Trauer, also kahle Bäume, ohne Blatt. Ja. Wunderbar. Das ist beeindruckende Kunst von Susanne Vogt aus Göttingen, die in Kassel lebt. Fand ich auch sehr ansprechend und ich habe schon die Kunst bewundert. Kunstspaziergang am Fluss, also der Auedamm in Kassel. Ja. Das ist die Künstlerin Elisabeth Köhler,
die dort mit einem älteren Ehepaar im Dialog war und mir unheimlich gut ihre Werke gefielen. Also hier das Bild, ein älteres Ehepaar, er geht am Stock und Arm in Arm. Das ist einfach wunderschön. Mich hat das sehr angesprochen, ne? Und eine Künstlerin, die auch älter ist, aber Kunst kennt kein Alter, ne? Ja.